Liebe Geschwister, wir begrüßen euch im Namen Joshua. Seid gegrüßt. Ihm allein gebührt die Ehre, ihm allein sei der Lob, die Ehre, der Ruhm, denn er ist unser Elohim, unser, in Anführungsstrichen, unser Gott, unser Schöpfer, der Grund, weswegen wir überhaupt noch am Leben sind. Odem haben wir von ihm, Gesundheit haben wir von ihm, vor allem die Gnade haben wir von ihm. Deswegen wollen wir ihn loben. Wir wollen natürlich das Wort mit euch teilen, und bevor wir anfangen, wie sonst auch immer, alles in seine Hände lassen durch das Gebet. Wir beten am Joshua. Vater, wir danken dir. Sei gelobt, Vater. Heiliger Geist, lehre uns, denn du bist der einzige und der wahre Lehrer. Führe uns in deinem Weg, denn dein Weg ist der Weg, der in die Ewigkeit bringt, Vater. Danke für alles. Danke für deine Güte, für dein Lob. Im Namen Joshua haben wir gebetet. Amen. Wir werden uns zusammen einen Text anschauen, und zwar ein Buch vom Jakobus. Jakobus Kapitel 4, ab dem Vers 1, werden wir uns anschauen. Jakobus, nur zur Information, war der Bruder von Joshua als Mensch, weil Joshua war 100% Mensch, 100% auch Elohim. Amen. Und Jakobus war der Sohn von Maria und Miriam, es ist richtig, und von Josef. Amen. Und wir lesen Jakobus 4, Vers 1, sagt: Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in bösen Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist, Feindschaft gegen Elohim ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Elohims. Oder meint ihr, die Schrift redet umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Elohim widersteht dem Hochmütigen, den Hochmütigen, den Demütigen gibt er aber Gnade. Amen. Ihr wird gefragt: Woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Aha, da sehen wir im Kampf, im Streit, Widerstand. Und wo passiert der? In unseren Gliedern, also in unserem Leib. Und da sehen wir, dass wir einen Kampf haben, und einer der größten Kämpfe, die ein Christ hat, ist der Kampf gegen sein Fleisch, gegen seinen Körper. Amen. Das ist dein erster Feind. Dein Feind ist nicht dein Mitmensch. Weil dein Mitmensch sollst du lieben, wie wir gesehen haben, wie dich selbst. Amen. Aber dein Feind, oder einer der Feind ist Satan, ja, der Teufel, ja. Aber auch dein Glied, dein Fleisch. Wir können uns das anschauen. In Galater 5. Wir werden uns die Mühe machen und versuchen, so viel wie möglich zu lesen, damit es nicht heißt, der Bruder hat gesagt, nein, weil wir geben nur wieder, was die Bibel uns sagt. Amen. Denn die Bibel ist das wahre Wort Elohims. Im Anfang war das Wort bei Elohim, und Elohim ist das Wort. Und alles wurde durch das Wort gemacht. Und dieses Wort wurde Fleisch und hat mitten unter uns gelebt. Amen. Das Wort ist er selbst. Und deswegen wollen wir oft von seinem Wort lesen, damit Leute auch sehen können, dass alles, was gesagt wird, auch von dem Wort kommt. Amen. Wir sind bei Galater 5, aber Vers 17. Da sagt man zu uns, oder Vers 16, sagt man: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Aha, vom Geist und Fleisch wird hier gesprochen. Amen. Welcher Geist? Nicht von irgendwelchen anderen Geist, aber hier spricht man vom Heiligen Geist. Das muss uns klar sein. Und vom Fleisch, von deinem, von meinem Fleisch. Der Heilige Geist hat Gelüste und unser Fleisch hat auch Gelüste. Amen. Genau. Und zwar Nummer 16. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist.
nicht miteinander, aber gegen. Gegen den Geist. Das heißt, dein Fleisch hat Gelüste, die gegen den Heiligen Geist laufen oder Verlangen haben. Und den Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Ach so, hier spricht man jetzt von Leuten, man hat gesagt, wandelt im Geist. Man hat den Christus gesagt, wandelt im Geist. Weil unser Fleisch hat Gelüste gegen den Geist. Und man sagt zu uns, wenn wir im Geist wandeln werden, oder wenn wir im Geist wandeln, werden wir die Dinge tun, die wir nicht wollen. Hä? Ich habe gedacht, wir sind frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich hab den Herr Joshua empfangen. Ich bin frei. Hä? Aber hier sagt man, wenn wir seinen Heiligen Geist bekommen, werden wir Dinge tun, die wir nicht wollen. Also sind wir irgendwo oder irgendwie nicht frei, oder? Weil du tust nicht das, was du willst. Wir lesen weiter. 17. Denn das Fleisch, wir lesen nochmal 17. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und dessen widerstreben aneinander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber im Geist wandelt, vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Wir haben uns erstmal die Gesetze angeschaut, so grob, schnell. Und zwar spricht man hier vom Gesetz, was der Mosche bekommen hat. Und ja, das wurde ja vollbracht am Kreuz. Also wir sind nicht mehr im Gesetz, weil nach dem Gesetz kam eine neue Zeit, ein anderes Zeitalter, und zwar das Zeitalter der Gnade oder von der Gemeinde. Amen. Und hier sieht man ganz klar, das Fleisch hat Gelüste, die gegen den Heiligen Geist laufen. Und dieser Geist ist heilig. Dieser Geist ist, der uns erschaffen hat. Dieser Geist ist der Geist von Joshua. Dieser Geist ist der Geist, der immer existiert hat, schon immer. Er hat keinen Anfang, kein Ende. Und das ist dem, den wir auch empfangen haben an dem Tag, wo wir Ja zu Joshua gesagt haben und Nein zur Sünde. Amen? Nein zur Welt, Nein zu Satan, Nein zu unserem alten Leben haben wir diesen Geist empfangen. Und für alle, die beharren werden, die alle Leute, die Widerstand haben werden gegen die Sünde und alles, was uns was gegen den Geist ist, die werden diesen Heiligen Geist, den Geist im Himmelreich sehen, im neuen Jerusalem. Amen. Und sagt uns ganz klar, wir sollen nicht, wenn wir uns vom Geist leiten lassen, sind wir nicht mit dem Gesetz. Also im Prinzip, wenn wir uns vom Geist leiten lassen, werden wir nicht das tun, was wir wollen. Wir werden das tun, was der Heilige Geist will. Und gleichzeitig werden wir auch nicht die Gelüste vom Fleisch oder von unserem Fleisch umsetzen. Und da sehen wir schon den ersten großen Kampf. Dein Fleisch sucht die Dinge von unten, die Dinge dieser Welt. Nehmen wir mal banale Sachen. Schlafen, essen, trinken, Fernsehen schauen. Wir haben heutzutage haben wir alle Flats, telefonieren ohne Ende, Internet ohne Ende, Videos schauen, Filme schauen. Das mag unser Fleisch. Ein bisschen Naschen, Chips und so. Es kommt darauf an, wie man es macht. Wenn man es im normalen Maß macht, ist es keine Sünde. Amen. Aber alles, was extrem wird, wo man abhängig wird, da fällst du, dann bist du schon auf dem falschen Weg. Und unser Geist liebt, der strebt danach, der hat nie genug davon. Unser Fleisch, sorry, hat nie genug davon. Amen? Nie genug. Will immer mehr, immer mehr. Immer mehr. Und es gibt sogar manche Menschen, die sind schon satt, aber die essen nicht mehr, aber dann fressen sie sogar schon. Und wenn du dich voll frisst, ist es eine Sünde. Amen? Aber unser Geist, unser Geist, der vom Heiligen Geist geleitet wird, der Heilige Geist, der in uns ist, der sucht die Dinge von oben. Gebet, Liebe, wir haben uns Liebe angeschaut, Barmherzigkeit, Demütigkeit, Geduld und so weiter und so fort. Und da sieht man, okay, das ist ein Kampf. Das andere will ich nach oben ziehen und das andere will ich nach unten ziehen. Aber was ist unser Ziel als Christ? Wir wollen doch nach oben kommen, oder nicht?
ins neue Jerusalem. Amen. Das heißt also, dein erster Feind oder dein größter, einer der auch mit deiner größten Feinde oder dein erster Feind bist du selbst. Dein Fleisch. Dein Fleisch. Vers 19 sagt, offenbar sind aber die Werke des Fleisches. Die sind nicht versteckt, die sind offenbart. Jeder kennt sie. Und wenn er sie nicht kannte, kann ihr nachschauen. Welche sind? Ehebruch. Das will unser Fleisch. Ehebruch. Dass du, ja, dass du deinen Mann, dass du deine Frau betrügst. Und seid euch klar, dass wir sind in der Zeit der Gnade. Im Gesetz, ja, Ehebruch hattest du begangen, wenn du fremdgegangen bist mit einer Frau, für einen Mann, und du wurdest dabei erwischt, und dann muss es Zeuge geben. Aber was hat Jesus schon gesagt? Mose hat gesagt, das Gesetz sagt, aber ich sage euch, wenn du eine Frau anschaust und nur daran denkst, hast du schon Ehebruch begangen. Amen? Aha. Ehebruch. Unzucht. Ah nein, wir sind modern, wir sind im 21. Jahrhundert. Es ist nicht mehr so wie früher. Bevor ich heirate, muss ich doch die Frau kennenlernen. Ich brauche erstmal machen wir Freundschaft, das ist meine Freundin, mein Freund. Ja, und dann verkehren wir, und wenn es nicht passt, dann ist es halt nicht schlimm. Nein, es ist schlimm. Unzucht. Erinnert euch, Josef und Maria waren verlobt. Aber Maria war was? Jungfrau. Aha, das ist also, wie sagt man, so meint, das ist also die wahre Verlobung vor dem Herrn. Der Mann ist Jungfrau, die Frau ist auch eine Jungfrau. Die kennen sich noch nicht körperlich, aber die tun sich kennenlernen vom Charakter. Aber schaut mal heute, Leute, die sagen, die sie verlobt sind, die haben schon alles gemacht, die leben schon zusammen, haben schon Kinder, aber die behaupten, die werden verlobt. So, irgendwas passt da nicht, oder? Die leben schon seit 10 Jahren zusammen, sagen sie, sind verlobt. Nein, ihr seid schon in der Ehe. Ich informiere euch, ihr seid schon lange in der Ehe. Geht einfach ins Standesamt mit Jogginganzug und unterschreibt das Papier, weil ihr seid schon lange verheiratet. Amen? Unzucht. Pornografie. Selbstbefriedigung. Und so weiter. Andere machen mit Tieren, andere machen... Alles. Dieses ganze Quatsch. Unzucht. Das will unser Fleisch. Lese weiter. Unreinheit. Zügellosigkeit. Du hast keine Zügel. Das heißt, du machst... keine Zügel. Also du kannst machen, was du willst. Aber hey, ich habe gedacht, wir sind frei. Nein, sind wir nicht. Verstehst du das langsam? Wir sind nicht frei. Wir sind frei von einigen Dingen, die werden wir sehen. Aber wir sind nicht frei in dem Sinne, dass du tun kannst, was du willst. Nein, weil der Geist wird dich... dazu bringen, Dinge zu tun, die du nicht willst. Amen. Wir schauen weiter. Götzendienst. Oha, Götzendienst. Komischerweise die größte, die bekannteste Religion ist, sind die wir kennen, oder die bekannteste, die katholische Religion, die größte Götzendienst. Warum hat der Herr gesagt, wir sollen uns nicht vor Statuen knien? Amen. Aber da gibt es jede Menge Bilder, jede Menge Statuen, Rosenkranz und so weiter und so fort. Ich war schockiert, als ich vor kurzem, das letzte Mal in Bayern war. Wir waren dann in Oberammergau. Ich war schockiert, wie viele Kreuze angeblich von Jesus da in Bayern gibt und wie viele so Kästchen gibt, wo man und Heilige so. Ich war schockiert. Also Leute sind dazu gezwungen, Götzendienst zu werden. Fast. Aber der Herr will es nicht. Alles, was du mehr liebst als im Herrn, das Götzendienst, das kannst du selbst sein. Du kannst dich selbst lieben. Du findest dich so hübsch. Und du liebst dich mehr als alles, Götzendienst. Du liebst deine Frau mehr als alles, Götzendienst. Du liebst dein Handy mehr als alles. Wie viele Leute werden, nicht weil ich das sage, aber weil es Tatsache ist, werden den Himmelreich verpassen wegen einem Handy. Wenn die morgens aufstehen, kommen gleich auf den Gedanken, dem Herrn zu bedanken dafür, dankbar zu sein, dass sie noch lebendig sind, dass sie aufgewacht sind, weil die denken, schlafen und aufstehen ist eine Gewohnheit. Ist es nicht. Der Schlaf ist der kleine Bruder vom Tod. Und wir stehen auf, sagen guten Tag zu der ganzen Welt und können euch mal Danke sagen zum Herrn.
So sind wir. Du stehst mit dem Ding auf, läufst mit dem Ding den ganzen Tag rum und schläfst damit ein. Und willst du mir sagen, du bist kein Götzendienst? Alles, was wir mehr lieben, der hat gesagt, wer seine Mutter, sein Vater oder irgendwas mehr liebt als mich, ist es nicht würdig. Du bist es nicht würdig. Götzendienst. Das liebt unser Fleisch. Amen. Zauberei. Ja. Das mögen wir auch. Und viele gemeine Leute wollen sogar Zauberei. Die wollen gar nicht das Wort haben. Die wollen gar nicht das, wie sagt man, das wahre Evangelium wollen die gar nicht. Die gesunde Lehre wollen die gar nicht mehr. Die wollen Zauberei. Man sagt zu denen, nein, die Frau hat ein Problem. Man sagt zu denen, bete, bekehre dich. Nein, die will es nicht. Die sucht eine Person, die ihr sagt, nee, nimm das Salz, du leg deine Hand auf das Salz und bete diesen Spruch und streue das Salz in deinem Haus und du denkst, okay, dann hast du die Erlösung. Nein, der Herr will, dass wir Buße tun. Ja, ich werde oft attackiert. Ja, aber wie lebst du denn? Du lebst in Unzucht? Ja, ist so klar, dass du attackiert wirst, weil du machst alle Türen sind offen für die Dämonen. Was suchen die Leute? Die suchen, ja, das, was dem passt. Die sind nicht bereit, mit der Sünde, mit Unzucht, sich zu trennen, sich von der Unzucht zu trennen. Aber die suchen eine andere Lösung. Es gibt keine andere Lösung. Es gibt einen einzigen Weg, der uns in Himmelreich bringt. Amen. Ja, aber was machen wir? Wir wollen Zauberei. Wir suchen jemanden, der uns irgendwelches Blablabla erzählt. Nimm Salz, bete da drauf, streu das Salz und wir sehen, du wirst nicht mehr attackiert. Aber er sagt dir nicht, nein, du sollst die Unzucht verlassen. Und er verlangt sogar dafür Geld für Salz, für diese Theorie, diese Zauberei. Aber denk nur mal, denkst du, diese Dämonen, die dich attackieren oder die essen keinen Salz? Diese Menschen, die in der Nacht dich verfolgen, denkst du, die essen keinen Salz? Nimm Wasser und streue Wasser. Denkst du, diese Person, die ein anderes Kontinent verlassen hat, bis nach Europa zu kommen, um dich nachts zu stören, der ist doch über Meere. Der ist doch über Meere geflogen. Und denkst du nur, deine zwei Tropfchen Wasser, davor wird er Angst haben? Überleg doch mal. Tue Buße. Verlasse die Sünde und empfange den Herrn. Dann bist du in wahre Sicherheit. Amen. Nebenbei. Feindschaft. Feindschaft sehen wir sogar in den Gemeinden heute. Wenn du als Europäer oder als Weißer in eine Gemeinde vom Schwarzen reingehst, da sagen sie so, nee, hier bist du falsch. Also da, zwei Straßen weiter gibt es die Gemeinde von Weißen. Oder andersrum. Und wo ist denn die Liebe? Das ist doch Feindschaft. Oder? Oder Streit, Feindschaft. Ja, unter Brüdern und Geschwistern. Das mag unser Fleisch. Trennungen. Spaltungen. Sekten. Amen. Aber der Herr sagt, das größte Gesetz ist die Liebe. Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht und so weiter und so fort. Also Zwietracht, Parteiungen, habe ich gerade gesagt, Parteiungen, Neid, Mord. Trunkenheit, Gelangen und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Elohims nicht erben werden. Warum? Weil das sind die Werke vom Fleisch. Die Liste ist lang, die haben nicht alles erwähnt. Wenn die alles erwähnen müssten, dann wäre die Bibel zu schwer, um das zu tragen. Aber deswegen hat er gesagt, der Geist wird uns alles lernen, wird uns in die ganze Wahrheit lernen. Amen. Du kennst die Dinge, die du tust, auch wenn die nicht gerade hier auferzählt wurden. Aber du kennst die Dinge, die du tust, die dich davon hindern werden, in Himmelreich Gottes zu gehen. Lass es. Lass es. Weil du wirst dich sowieso... Der Tod wird dich dazu bringen, dich von den Dingen zu trennen. Also tust du jetzt einfach. Weil du wirst diese Dinge sowieso hier lassen. Amen. Und da sehen wir gehen wieder zurück nach Jakobus. Und da sehen wir, dass Jakobus klar, weil wie gesagt, die wurden vom Heiligen Geist geführt. Und er hatte vollkommen recht. Er sagt, wo kommen
Vers 1, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in eurem Glied streiten? Warum? Weil die Gelüste vom Fleisch und die Gelüste vom Heiligen Geist. Streit. Was machen wir jetzt? Wir sagen doch, wenn wir den empfangen. Vers 2, ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet, sagt man zu uns. Also es gibt manche Leute, die bitten gar nicht. Die sind so beschäftigt mit ihrem Fleisch, dass sie gar nicht dazu kommen zu bitten. Bitten im Gebet. Bitten ist vom Gebet. Die haben keine Zeit dafür. Die sind so mit ihrem Fleisch beschäftigt, so mit den Dingen dieser Welt beschäftigt, die haben gar keine Zeit. Die nehmen sich nicht die Zeit. Die behaupten, die haben keine Zeit. Die haben nur Ausreden. Ihr bittet gar nicht. Und dann sagt er nochmal, wenn wir weiterlesen, sagt, ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr böse Absicht, weil ihr in bösen Absicht bittet, um in euren Lüsten zu vergeuden. Andere beten, aber die erlangen es nicht, weil die falsch beten. Die bekommen es nicht, weil die mit böser Absicht bitten. Um alles in ihrem eigenen und zu ihrem eigenen Willen zu vergeuden, zu verschwenden. Alles verschwenden. Aber Liebe kann sich verschwenden. Das heißt, die suchen nach irdischen Dingen. Andere Leute kommen zum Herrn, warum? Für einen bestimmten Status. Aufenthaltsstatus. Für einen Job. Für die Ehe. Für Probleme, diese Dinge. Nur dafür. Für Reichtümer dieser Erde, die wollen reich werden. Es wird ja sogar, wie heißt das, Wohlstand. Ja, du musst Millionär werden und so weiter. Dafür kommen die zum Herrn. Dafür bitten die. Aber der Herr sagt, ihr kriegt das nicht, weil ihr bittet falsch. Weil wenn ich euch das gebe, ist es, um alles zu vergeuden. Ihr werdet mich verlassen. Ihr werdet alles vergeuden. Amen. Alles vergeuden. Für euren Willen, aber nicht meinen Willen. Lese weiter. Er sagt dann noch, ihr Ehebrecher und ihr Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Und da geht es noch weiter. Das heißt, die Leute machen Freundschaft mit der Welt. Wenn wir von der Welt sprechen, die Welt hat ihre Art zu sprechen, die Welt hat ihre Musik, die Welt hat ihr Style oder ihr Look, wie sie sich anzieht. Und das ändert sich ja immer. Oft, und dann hast du, was ich mich wundere, dass heutzutage diese kaputten Hosen. Vor 10 Jahren hättest du diese kaputten Hosen angezogen, hätte man nicht ausgelacht. Man sagt, du bist obdachlos. Aber heutzutage ziehen die Leute mit diese kaputten Hosen mit riesen Löchern. Wo du nackig bist. Und das ist heutzutage Style. Aber wenn diese Dinge der Welt liebt, der macht sich als Feind vom Herrn. Weil die Welt und die Dinge der Welt werden vergehen. Aber das Wort bleibt ewig. Ihr Ehebrecher, was meint er damit? Dass sie Unzucht betrieben haben, dass sie Ehebruch begangen haben? Ja, aber inwiefern? Weil die dem Herrn betrogen haben. Mit wem? Mit dem Herrscher dieser Erde. Vergiss es nicht, als der Herr 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. In der Wüste. Joshua, als er rauskam. Wurde er versucht vom Teufel. Und er hat zum Teufel gesagt, knie dich hin und ich werde dir diese ganze Welt geben. Stimmt's? Es wurde ihm gegeben. Und die Leute, was haben die hier getan? Die haben die Dinge der Welt geliebt. Das heißt es für den Herrn, die haben ihn betrogen. Warum? Weil wir sind die Braut vom Bräutigam. Und die haben den Herrn betrogen, indem sie sich mit dem Teufel zusammengetan haben. Mit Dingen dieser Welt. Das sagt er, ihr Ehebrecher, Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Elohim ist? Wisst ihr das nicht? Wie viele Leute sagen, sie sind Christ, aber sind noch in der Musik dieser Welt? Wie viele Leute sagen, sie sind Christ, aber sind noch, wo ist der Unterschied? Wenn man sie sieht, wo ist der Unterschied? Die ist nackig, du bist auch nackig, wo ist der Unterschied? Der läuft mit Tanktop rum und du auch mit Tanktop, bist auch nackig, wo ist der Unterschied? Gibt es keinen Unterschied. Aber der Herr sagt doch,
was für ein Verhältnis gibt es zwischen Licht und Finsternis? Kein Verhältnis, also es gibt eigentlich einen Unterschied. Und das ist eindeutig. Er hat gesagt, man wird sie erkennen an die Früchte. Die Früchte von die Apfel ist ein Apfel, Birne ist eine Birne. Amen. Was machen die Leute? Nein. Die empfangen die Welt. Die leben genau wie Leute dieser Welt. Ah nee, wisst ihr, wir sind im 21. Jahrhundert, wir müssen uns anpassen. Die Welt, ja, verändert sich und so weiter und so fort. Nee, nee, nee. Die Bibel ist veraltet. Nein. Ihr täuscht euch sehr. Die Bibel ist aktuell und viel aktueller als wir. Die ist schon, schon in der Zukunft. In dem Buch steht, dass wenn stand schon immer drin, dass im Zeit von Menschensohn, es wird so sein wie in der Zeit von Lot. Wie war es in der Zeit von Lot? Sodom und Gomorra. Erinnert ihr euch? Diese Sodomie. Die war doch vor 100 Jahren war das doch gar nicht so. So extrem wie heute. Vor 60 Jahren hast du so gelebt, hast du Probleme gehabt, wurdest verhaftet und sogar vielleicht sogar umgebracht. Amen. Aber die Bibel hat schon damals davor gesprochen. Wer ist aktuell und wer ist zu spät? Fragezeichen. Er sagte zu uns, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Elohim ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Elohims. Aha. Also du hast dich selbst zum Feind von ihm gemacht. Warum? Weil du nach Dingen dieser Welt trachtest. Der Herr sagt zu uns, trachtet nach dem Himmelreich Elohims und nach seiner Gerechtigkeit. Und die Dinge wird er uns geben. Der hat nicht gesagt, dass wir danach trachten sollen. Die Dinge wird er uns geben. Und der Herr ist unser Vater. Glaub mir, die Eltern, die mir gerade zuschauen, die wissen, wie das ist. Oder jede Person, der normal klar denken kann, weiß es auch. Auch wenn du noch kein Kind hast. Aber wenn dein Kind 4 Jahre alt ist und zu dir kommt und sagt, Papa, ich hätte gerne ein Auto, ein richtiges Auto, du willst ihm das gar nicht kaufen. Das macht gar keinen Sinn. Weil du weißt, der kommt gar nicht an die Pedale und wenn, dann würde er einen Unfall machen. Er würde treten, aber der würde gar nicht sehen, wo er fährt. Er würde zwar darauf treten können, weil er da steht, aber er würde gar nicht sehen, wohin er fährt. Also das heißt, keiner würde wollen, dass sein Kind stirbt. Amen. Und genauso ist der Herr auch. Der Herr ist dazu fähig, alles zu tun. Er ist allmächtig. Ja. Er ist allmächtig. Du kannst heute aufstehen und machst die Türe auf, deine Haustüre auf und dann siehst du so einen dicken Stein von Diamant. Er ist dazu fähig. Aber würde er nicht machen, weil er weiß, an dem Tag, wo er sie gibt, sagst du zu ihm Bye-Bye. Du wirst es verkaufen, machst du hier, bist du da Party, Ballermann, bist du Bora Bora und vergiss den Herrn. Er weiß es. Und deswegen, wenn du so bittest, wirst du es nie bekommen. Weil er weiß, dass du bittest um deinen Willen, um es alles vergeuden. Und gleichzeitig machst du dich zum Feind vom Herrn. Gleichzeitig machst du dich zum Feind vom Herrn. Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Nein, die redet nicht umsonst. Alles, was der Herr sagt, ist wahr. Ist die Wahrheit. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist. Welcher Geist? Der Heilige Geist, was wir gesehen haben, Galater 5. Er ist eifersüchtig. Er teilt uns nicht. Deswegen hat er uns hier Ehebrecher und Ehebrecherin genannt. Warum? Weil wir 2 Schritte in seine Richtung machen, aber manchmal wollen wir uns umdrehen, wie die Frau von Lot. Nein! Schau nicht nach hinten. Lass deine Vergangenheit die Vergangenheit sein. Du schau nach vorne und gehe, trachte nach dem Himmelreich Elohim und nach seiner Gerechtigkeit, nach seinem Wort, nach seinem Verlangen, nach seinem Willen. Und wir werden sehen. Der sagt, dieser Geist, ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reicher ist aber die Gnade, die er gibt. Er ist der in uns wohnt, ist sehr eifersüchtig. Und er möchte nicht, dass wir unseren Verlangen umsetzen, aber seinen Willen umsetzen. Wir werden sehen, was verlangt der Geist von uns? Wir werden sehen, wir gehen nochmal in Galater 5. Galater 5 zurück. Vers 22. Die Frucht des Geistes ist aber die Liebe. Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Treu zu ihm, vor allem. Treu zu ihm. Er ist der Bräutigam, wir sind die Braut. Lehrt uns diese Welt nicht, wenn wir vom Altar gehen, oder die Leute, die vom Altar gehen, was sagen die? In guten wie in, in guten wie in schlechten Zeiten. Das sagen die doch, oder nicht? Und wie ist es mit dem Herrn? Genauso. Vor allem mit ihm. Weil die Ehe hier auf der Erde wird enden. Wenn es nicht wegen dem Tod ist, dann ist es wegen der Entrückung. Weil die Welt wird zu Ende gehen. Aber die Ehe mit ihm, Joshua, für die Ewigkeit, die wahre Ehe, zur Information. Wir sehen hier die Früchte des Geistes, ist die Liebe. Wir haben sie gesehen, wen sollen wir lieben zuerst? Unseren Elohim, von unserer ganzen Kraft, von unserer ganzen Seele, von unseren ganzen Gedanken. Wie sollen wir ihn lieben? Und unserem Nächsten wie uns selbst. Wer ist denn unser Nächster? Wer ist das? Deine Frau, ja. Dein Kumpel, ja. Aber endet es da? Nein. Dein Feind, sollst du auch lieben. Jeden Menschen sollst du lieben, wie dich selbst. Auch die dich beleidigen. Auch die dich vielleicht rassistisch beleidigen, sollst du lieben. Denn unsere Gerechtigkeit muss die von den Pharisäern übertreffen. Amen. Übersteigen. Freude. Zu jeder Zeit. Das ist nicht einfach. Aber es ist möglich. Freude. Zu jeder Zeit. Auch zu dieser Zeit. Freude. Keine Depression. Ja, kein. Nein, Freude. Freude. Wie viele Leute werden depressiv, weil die zu Hause eingesperrt sind, wie Kaninchen? Nein, freu dich in dem Herrn. Wie viele Leute sind verloren? Weil denen in den Kopf gesetzt wurde, dass ja, der Herr wohnt in einem Gebäude, das man Kirche nennt. Und die haben das Gefühl, dass sie ihre Beziehung, ja, dass die Beziehung kaputt geht mit ihm. Nein, der Herr hat alles unter Kontrolle. Und wenn er sowas zulässt, ist es, damit du ihn diesmal wahrhaftig suchst. Und dich wahrhaftig in ihm freust. Und nicht in einem Pastor. Und nicht in dem Chor. An dem Chor. Und nicht an ihm. Nicht an einem schönen Gebäude, aber an ihm. Und in ihm freust. Friede. Friede mit ihm, Friede mit deinen Mitmenschen. Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Oh, Selbstbeherrschung. Das ist sehr, sehr wichtig. Selbstbeherrschung. Das ist, in jeder Situation musst du dein Fleisch beherrschen können. Auch in schwierigen Situationen. Kein Ausraster, kein Amoklauf, kein Hass. Deswegen gibt es keine Hasspredigt, weil Joshua ist Liebe. Amen. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören oder manche angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten, die dem Herrn angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt. Aha, das Leben mit Christus fängt mit dem Tod an. Mit dem Tod? Wie meinst du das, Bruder? Sollen wir uns umbringen? Nein, meine ich nicht. Aber es fängt mit dem Tod an. Der mir folgen will, muss sich selbst verleugnen. Muss ein Kreuz tragen und mir folgen. Erinnert ihr euch? Der erste Adam. Adam war es eben von Christus. Der Herr hat ihn erschaffen, hat ihn geformt. Und hat sein Odem gepustet. Und dann wurde er lebendig. Und bevor er lebendig wurde, heißt es, war er tot. Stimmt? Da fängt das christliche Leben an. Wir müssen, unser Fleisch muss sterben. Und die Gelüste des Fleisches müssen sterben. Sonst kannst du bitten, aber du wirst bitten nach dem Fleisch. Amen? Das ist ganz klar. Die eben sind, ist konditionell. Das ist nicht für alle. Aber die wahrhaftig im Christus sind, haben ihr das Fleisch und ihr Gelüste gekreuzigt. Die haben die Ehebruch gekreuzigt. Die haben Trunkenheit gekreuzigt. Die haben Rassismus gekreuzigt. Die haben Hass gekreuzigt. Diese ganzen Dinge haben sie gekreuzigt. Und leben nicht mehr nach dem Fleisch, aber nach dem Heiligen Geist, den sie empfangen haben.
Unser Geist will Gebet, unser Geist will Heiligkeit, unser Geist will die Güte. Und nach diesen Dingen trachten sie. Wir nehmen noch einen Vers, Kolosser 3, im Buch von Kolosser 3. Kolosser 3. Ab Vers 1. Auch hier, wenn ihr nun in Maschia auferweckt worden seid, auferweckt. Aha, das heißt, was? Bevor man auferweckt wird, muss man tot gewesen sein, gestorben sein. Stimmt? Und inwiefern? Wir haben unser Fleisch und die Gelüste gekreuzigt, seine Leidenschaften. Manche Leute haben Leidenschaften. Ah, nee, man merkt, man sieht es. Ah, der liebt Frauen ohne Ende. Das ist eine Leidenschaft. Aber wenn du in Christus bist, ist es Vergangenheit, muss das gekreuzigt werden. Er liebt seinen Joint. Das ist seine Leidenschaft. Der in Christus ist, hat sein Fleisch mit seinen Gelüsten, mit seinen Leidenschaften gekreuzigt. Der ist Fan von XY, von Rihanna, von Beyoncé, ist Fan. Seine Leidenschaft. Wenn du in Christus bist, hast du es gekreuzigt. Amen. Kolosser sagt zu uns auch, wenn ihr nun in Christus auferweckt worden seid. Warum? Weil ihr habt euer Fleisch euer Fleisch ist gekreuzigt, ist tot. So sucht nach Geld. Stimmt? Nein. Sucht nach Autos. Nein. Sucht nach einem Pastor, nach Pastoren. Nein. Aber wonach sollen wir trachten? Sucht, was droben ist, wo der Maschia ist, sitzen zur rechten Elohims. Wir sollen das suchen, was droben ist. Wer ist oben? Oder was ist oben? Joshua. Jerusalem, das neue Jerusalem. Und seine Gerechtigkeit, sein Gesetz, sein Wille. Liebe, wir haben es gesehen, Langmütigkeit, wir haben es gesehen, Galater 5, 22, danach sollen wir trachten, nicht nach dem Fleisch, das ist Vergangenheit, ja, wir sind in dem Fleisch, ja, aber wir sollen Kontrolle haben über diesem Fleisch, durch seinen Geist und ihm folgen, Amen, wir lesen weiter. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben. Aber du bist doch lebendig. Ich rede doch mit dir. Du hörst mir doch zu. Wie kann es sein, dass du tot bist? Du bist gestorben, weil du hast dein Fleisch gekreuzigt. Seine Leidenschaften und seine Gelüste. Und du bist auferweckt oder auferstanden durch seinen Heiligen Geist. Also du lebst nicht mehr durch dich, aber durch den Geist, den du empfangen hast. Und deswegen sagt er zu uns, wenn du nach dem Geist lebst, wirst du die Dinge tun, die du nicht willst, aber die er will. Wir lesen nochmal. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen in Christus, in Elohim. Also das heißt, du brauchst dieses Salz gar nicht mehr. Du brauchst dieses Wasser nicht mehr. Deinen wahren Schutz hast du, wenn dein Fleisch gestorben ist, wenn dein Fleisch kreuzigst, weil dann bist du in Maschia. Und du in Maschia seid in Elohim, der er selbst ist. Sag mir, wer kann dich dann noch attackieren? Wer? Wovor hast du dann noch Angst? Wenn du deine Position kennst in Christus, als Volker Christi, dann hast du keine Angst mehr vor Dämonen. Amen. Hast du keine Angst mehr? Sag mal wieder, wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbart werden in Herrlichkeit. Ich stelle dir mal die Frage, such die Dinge nach oben, da wo Christus ist, da wo der Maschia ist, da wo wir in ihm sind und er in Elohim. Das heißt, du und ich, wir sind wo? Oben. Mir hat mal eine
eine Mutter haben, weil meine Mutter hat mir ein Zeugnis gegeben, sie hat einen Traum gehabt. Und in dem Traum hat eine Person zu ihr gesprochen, hat ihr erzählt, was diese Person hat versucht, sie zu attackieren. Und diese Person, als sie fern von ihr war, konnte sie sehen. Und jedes Mal, wenn diese Person versucht hat, sich von ihr ihr anzunähern, konnte sie meine Mutter nicht mehr sehen. Und sie hat ihr sogar gesagt, wenn ich weit weg von dir bin, entfernt von dir bin, sehe ich dich. Aber wenn ich näher komme, sehe ich dich nicht mehr. Und dann hat meine Mutter zu ihm im Traum gesagt, ja. Warum? Weil ich bin abgesondert. Der Herr hat mich abgesondert. Und wohin? Er hat es mit nach oben gebracht. Also wovor hast du noch Angst, Schwester? Wovor hast du noch Angst, Bruder? Diese Security, die wir hier sehen, hier mit Kopfhörer, schwarze Brille, Krawatte und so, die bringen nichts. Die wahre Security ist Joshua. Und die kostet keinen Cent. Empfange ihn. Und du hast einen wahren Schutz. Du hast das Leben. Der Christ hat das Leben. Der Christ, nicht hat nicht das Leben. Der ist heilig, dieser Geist, der in uns lebt. Der ist heilig. Er ist nicht dreckig. Und man hat gesehen, es ist klar. Es ist klar und das ist getrennt. Er hat nichts mit Unzucht zu tun. Er hat nichts mit Pornografie zu tun. Nichts mit Hurerei. Nichts mit Hass. Nichts mit Rassismus. Er hat nichts damit zu tun. Er ist heilig. Und er hat sein Verlangen und er möchte, dass wir seinen Verlangen umsetzen. Wenn noch ein Vers lesen, der mir gerade kommt. Danke, Heiliger Geist. In Johannes. Leute beten, die empfangen nicht. Warum? Die beten falsch. Was will der Herr mir damit sagen? Ihr seid gar nicht bekehrt. Ihr wollt, damit ihr bekommt und dann sagt ihr, wenn ihr es habt, sagt ihr zu dem Herrn, ciao. Obwohl der Herr ein Ziel mit uns hat, das ewige Leben. Das ist sein Himmelreich. Er will, dass wir ihm unser Herz geben. Möge der Herr uns die Augen öffnen. Johannes. Abvers 1. Wir lesen, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Hier sagt er, ich bin der wahre. Hier spricht der Maschia. Ich bin der wahre Weinstock. Wenn er der wahre ist, dann gibt es doch eine Fälschung. Amen. Und die kennt ihr. Wenn ihr die Fälschung folgen wollt, ist euer Problem. Aber es gibt einen wahren. Nicht zwei, nicht drei. Einen. Es gibt auch nur einen Thron, auf dem er sitzt. Es gibt ein Elohim, eine Taufe, ein Glaube und ein Vater von allem. Ein. Amen. Und mein Vater ist der wahre, ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nehme ich weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht oder mehr Früchte bringt. Erinnert euch, wir haben von Früchte gesprochen. Die Früchte vom Fleisch und die Früchte vom Geist. Und Joshua möchte, dass wir mehr Früchte bringen. Aber jede Rebe, die keine Frucht bringt, wird abgeschnitten. Getrennt von ihm. Getrennt. Jede Frucht, die nach der Erde trachtet, jede Rebe, die nach der Welt trachtet, nach den Dingen der Erde sucht, getrennt. Wir haben es selbst gesehen, du machst dich als Feind von ihm. Also du trennst dich von ihm. Du kehrst ihm den Rücken. Jeder aber, die Frucht bringt, das ist jeder aber, die anfängt, in seinem Wort zu wandeln, die fängt an, Frucht zu bringen. Was macht er? Er wird diese Person reinigen. Reinigen. Absondern. Trennen. Es gibt immer eine Trennung, aber welche Trennung willst du machen? Willst du dich vom Herrn trennen oder willst du dich vom Teufel trennen? Weil trennen musst du dich sowieso. Du kannst nicht zwei Meister auf einmal dienen. Du musst dich entscheiden. Und mit der Entscheidung wirst du dich von einem trennen. Von wem möchtest du dich trennen heute? Die seinen Frucht bringen, wird er reinigen. Also er wird sie von Schmutz trennen, loswerden, reinigen. Polieren. Amen. Damit sie noch mehr Frucht bringen. Ihr seid schon rein um des Wortes Willen. Das ist dieses Wort.
reinigt uns. Die gesunde Lehre reinigt uns. Das muss euch klar sein. Dass ich, ihr seid schon rein, Wortes Willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir. Und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt. So auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Wenn wir diese Früchte von Galater 5 bringen wollen, sind wir dazu gezwungen, verpflichtet, an der Rebe, die er ist, zu bleiben. An dem Weinstock zu bleiben, der er ist. Weinstock, das Baum des Lebens. Wir müssen dazu verpflichtet, an ihm zu hängen. Es gibt keine Rebe, die einfach so in der Luft hängt und Frucht bringt. Das ist nicht normal. Jede Rebe, jede Frucht ist an der Rebe, jede Rebe ist am Weinstock. Weil das Weinstock ist, hat seine Wurzeln schon ausgebreitet. Die Weinstock, die ernährt sich mit Flüssigkeit, mit diesem Wort, lebendig Wort, was er selbst ist. Amen. Wenn jemand, bei Vers 6, wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Aha. Alle Personen, die dem Herrn den Rücken drehen werden. Erinnert euch, die Frau von Lot hat dem Herrn ihr Rücken gedreht. Was ist passiert? Feuer kam. Sie hat sich vom Herrn getrennt. Feuer kam und sie ist verbrannt. Nicht nur sie und alle anderen Menschen. Und die ganze Stadt, die vier Städte. Amen. Das war einfach ein Bild vom Feuersee. Alle Menschen, die dem Heiligen Geist dem Rücken kehren werden, aber nach der Welt trachten werden, nach der Welt wandeln werden, nach dem Gesetz dieser Welt wandeln werden, die werden enden, weil die Welt wird enden und alles, was hier drin ist, wird auch enden. Und es wird diese Menschen werden ins Feuersee geschmissen mit dem Teufel, mit den Dämonen. Amen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Wenn, konditionell, wenn ihr in mir bleibt und meine heilige Schrift, mein heiliges Wort, mein lebendiges Wort, weil sein Wort ist Geist, in uns ist. Dieser Geist, der uns dazu bringen wird, das umzusetzen, was unser Fleisch nicht will. Das heißt, wir werden auch bitten nach seinem Wille. Und dann werden wir das bekommen, wonach wir gebeten haben. Amen. Warum? Weil das nicht von uns kommt, sondern von ihm. Halleluja. Er ist der Erste in alles. Er ist unser Meister. Er ist unser Meister. Und er möchte, dass wenn wir beten, oder dass wir bitten, durch seinen Geist bitten, durch seinen Geist beten, nach seinem Verlangen, nach seinem Wille. Und wir werden Erfolg haben. Wir werden Erfolg haben in allem, was wir tun. Warum? Weil das ist der Geist der Weisheit, der Intelligenz. Er wird uns führen in die komplette Wahrheit, ins Licht, ins neue Jerusalem. Amen. Buße tun, uns von der Finsternis trennen, uns von der Sünde trennen, uns von den Werken dieser Welt trennen und ihn allein lieben. Der ist eifersüchtig, der Joshua. Es gibt keine zwei Lösungen. Eine einzige Lösung. Joshua HaMashiach. Ein einziges Wort, sein Wort. Halleluja. Ein einzigen Elohim, in Klammern Gott, Joshua. Und er liebt dich. Er liebt mich. Er liebt uns. Aber als Vater will er, dass wir gehorsam sind zu ihm. Und dass wir das tun, was er will, weil er sieht weit. Er hat gesagt, keiner ist nach oben gegangen, außer der, der runtergekommen ist. Der oben ist Joshua. Halleluja.
sein Name sei gelobt. Dir allein gebührt die Ehre, Joshua. Danke für dein Wort, für dein lebendiges Wort. Danke, weil du unsere Herzen berührst. Weil du willst, dass wir rein werden, so wie du. Du hast gesagt, du möchtest, dass wir perfekt werden wie du, Vater. Bereite uns vor für die Entrückung, denn du kommst bald. Es ist kein Slogan, aber es ist wahr. Und mit dieser Corona-Zeit hat jeder sich Gedanken machen können über seinen Tod. Auch alle Leute, die meinen, nein, ich bin noch jung, ich habe noch Zeit. Jeder hat das konfrontiert. Joshua, dir gebührt die Ehre. Ich liebe dich. Dir allein gebührt die Ehre. Im Namen Joshua haben wir gebetet. Amen.